Herzlich willkommen zum Samsung Video Tutorial der Galaxy A-Serie. Nach dem großen Erfolg zur IFA 2014 und des Galaxy Alpha Modells haben wir unser Sortiment in diesem Bereich der ultraschlanken Smartphones deutlich erweitert. Auf der linken Seite sehen wir das Galaxy A3 und auf der rechten das Galaxy A5. Bei dem A5 handelt es sich komplett um ein Vollmetallgehäuse auf der Vorder- sowie auf der Rückseite. Welche Zielgruppen wir damit fokussieren, vor allen Dingen welche Highlights sich aus diesen beiden Geräten ergeben, das erfahren Sie bei mir in den nächsten spannenden Minuten. Was wir deutlich sehen, sind bei beiden Modellen sind beide unheimlich schmal. Wenn sie einander halten, sehen wir das deutlich. Wie lässt sich die Galaxy A-Serie am besten beschreiben? Ganz klar durch Style, Fun und Fit. Beim Thema Style sehen wir offensichtlich ein sehr hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse, Vollmetallgehäuse, eine sehr hochwertige Kante. Ich gehe einfach mal mit dem Finger hier rüber. Fühlt sich sehr, sehr gut an von der Verarbeitung her. Das gleiche gilt auch für die Rückseite von der Verarbeitung der Rückfront. Keine Einschränkung, wichtigerweise im Empfangsbereich im Vergleich zum S5 beispielsweise oder zu anderen Samsung-Smartphone-Modellen. Und vor allem von der Haptik habe ich dadurch wirklich dieses Gefühl der luxuriösen Besonderheit. Jetzt schauen wir uns mal zusammen beide die Gemeinsamkeiten des A3 und des A5 Galaxy-Modells an. Was offensichtlich ist, hier oben ist eine relativ große Kamera, die sogenannte Frontkamera. Und die hat 5 Megapixel. Das ist sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und das ist natürlich ein stylisches Produkt aus Vollmetall. Was macht man also damit? Stylisch wie ich bin, möchte ich natürlich meiner Umwelt, meinem sozialen Netzwerk mitteilen, wo ich gerade bin. Also mache ich ein Selfie. Das Besondere bei der Selfie-Funktion ist die Möglichkeit, ein Panorama bzw. ein Modus im Selfie-Bereich zu aktivieren. Und das ist der Gruppen-Selfie. Das ist beispielsweise sehr interessant, wenn ich mehreren Personen am Tisch bin. Und ich bekomme wirklich die Möglichkeit, alle Personen an diesem Tisch mit abzubilden. Da freuen sich die Freunde bei Facebook, da sind alle mit drauf. Ein weiteres besonderes Highlight bei der Galaxy A-Serie ist das Display. Super AMOLED-Technologie von Samsung bewährt mittlerweile. In HD-Qualität findet ihr Einklang mit dem adaptiven Display. Das Ganze sorgt dafür, dass ihr bei Tageslicht, Sonnenlicht oder auch im Schattenbereich wo Licht fällt, fällt auch Schatten, ein perfektes Bild haben für das A3 oder das A5. Ein weiteres Highlight bei der Galaxy A-Serie ist natürlich nicht nur das adaptive Display, das wir eben sehr eindrucksvoll sehen durften, sondern vor allen Dingen der adaptive Sound, der adaptive Ton. Das heißt im Klartext, wenn Sie telefonieren, hat die Gegenüber den Eindruck, Sie sind wirklich noch am Hörer dran, ja, am Telefon und sprechen mit ihm klar und deutlich, obwohl Sie weiter weg sind. Beispielsweise beim Fahrradfahren. Das gleiche gilt auch für die Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Fahrzeuginneren. Die Außengeräusche werden reduziert, Ihre Stimme wird angehoben. Das nennen wir den adaptiven Ton. Oh, es klingelt. Da werde ich doch mal rangehen. Sie sehen, wir setzen bei der Galaxy A-Serie neue Maßstäbe. Punkto Style, Optik und Sound. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dabei ganz, ganz viel Spaß.